Guten Abend, herzlich willkommen bei der Sendung Gespräche mit Zeugen der Zeit. Mein Gast heute Abend im Studio ist Hans von Herwarth. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hans von Herwarth ist Jahrgang 1904, von Beruf Botschafter, aber so klassisch diplomatisch verlief ja sein Leben nicht. Dazu war er viel zu nah an dramatischen Ereignissen herangerückt. Im Alter von 27 bis 35 Jahren war er in Moskau als Legationssekretär an der Botschaft. Bei Kriegsende ist er 41 Jahre alt. Als er Botschafter in London wird, ist er 51. Mit 57 wird er Staatssekretär im Bundespräsidialamt. Im Alter von 61 Botschafter in Rom. Und im Alter von 67 bis 73 ist er Präsident des Goethe-Instituts. Johnny wird er von seinen Freunden genannt. Moskau war ihr erster Einsatzort als Attaché. Das kommunistische System war 1931, als sie dorthin gekommen sind, erst 14 Jahre an der Macht. Ein Posten dort war so informell gesagt im Auswärtigen Amt, im Sprachjargon nicht gerade der interessanteste Posten. Er war etwas im Abseits. Es gab andere Karriereposten, wo man lieber hätte einsteigen wollen. Und trotzdem hatten Sie die Zeit genutzt, um genau hinzusehen in Moskau, denn es spielten sich dort doch dramatische Sachen ab, heimlich und kaltblütig. Was war Ihr erster Eindruck in Moskau? Mein erster Eindruck war, dass Stalin erkannt hatte, dass die Anwendung der ideologischen marxistischen Theorien das Staatsschiff fast zum Kentern gebracht hatte. Und er beschloss dann, ideologischen Ballast über Bord zu werfen und hat das in einer außerordentlich energischen Form gemacht. Er hat also zurückgegriffen auf altbewährte Methoden. Das Bezeichnendste war eigentlich, dass er erklärte, die Gleichmacherei ist ein kleinbürgerliches Vorurteil, erstaunlich für einen Kommunisten. Und dann hat er zum Beispiel das ganze Schulwesen, Universitätswesen reorganisiert, denn die Produkte der Schulen und Universitäten leisteten nichts in der Industrie, in der Wirtschaft, beim Militär und in der Verwaltung. Also wurde das umgeändert, es wurde so gemacht, wie es früher war. Und auch die alte russische Geschichte kam wieder zur Geltung. Peter der Große war plötzlich ein Nationalheld, gewissermaßen der Vorläufer von Stalin als Reformator. Feldmarschälle Kutuzow, Suworow, die in den Kriegen gegen Napoleon eine Rolle gespielt hatten, waren plötzlich Nationalhelden. Also eine völlige Neuschreibung der Geschichte. Und das hat natürlich den Widerstand gefunden der alten Parteigenossen. Und vor allem deshalb, weil viele der alten Parteimitglieder waren nicht Russen. Sie stammten also aus Minderheiten. Die Minderheiten hatten ja etwas gegen das zarische System und waren damals vor dem Ersten Weltkrieg der Sozialdemokratischen Partei beigetreten, die sich später in Bolschewiki und Menschewiki getrennt hat. Sie waren also gegen den russischen Imperialismus und gegen die Vorherrschaft der Russen. Und nun stellten sie plötzlich fest, dass Stalin, der selber ja Georgier war, also einer Minderheit angehörte, dass der wieder zurückgriff auf alte russische Methoden, die sich bewährt hatten. Und das gefiel ihm nicht. Und ja, da hat also Weltrevolution wie Trotzki hat er abgeschrieben, er setzte auf die Sowjetmacht und führte die aus dem Stand fast innerhalb von ganz wenigen Jahrzehnten aus der Position des Zarenreichs zu einer Weltmacht. Das war doch die Leistung von Stalin. Das ist durchaus richtig. Ich möchte mal sagen, eine Weltmacht ist die Sowjetunion erst geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Da war sie eine Weltmacht. 1941 war sie es vielleicht noch nicht. Aber Sie haben angespielt auf den Gegensatz zwischen Trotzki und Stalin. Stalin erkannte, dass Trotzki sein Gegner war. Er war nicht stark genug, um ihn erschießen zu lassen, um ihn in den Prozess zu machen. Er wurde also ausgewiesen. Und Trotzki warf Stalin vor, du bist ein Verräter an der Weltrevolution. Und Stalin warf Trotzki vor, du bist ein Vaterlandsverräter. Da haben Sie den Gegensatz zwischen diesen beiden führenden Persönlichkeiten in Sowjetrussland. Ja, Stalin schreckte vor nichts zurück. Er wagte ja die Säuberungen, eine große Aktion. Zehntausende von Menschen sind die Opfer dieser Jahre, die vor allem ihren Höhepunkt hatten dann in den Schauprozessen 1936, 1937.
Tuchatschewski kannten Sie selbst, ja. Marschall Tuchatschewski. Was macht er für einen Eindruck und weswegen wurde er plötzlich abgeräumt? Tuchatschewski war ein hervorragender Offizier, hatte vor dem Ersten Weltkrieg in einem russischen Garderegiment gedient und er und seine Kollegen, um diesen Ausdruck mal zu gewollen, Jegorow, Kork und noch einige andere, waren an sich keine Gegner des, von Stalin. Und ich möchte mal sagen, Stalin befürchtete aber, dass die Generäle eines Tages zu ihm kommen würden und sagen würden, Stalin, du hast gewisse Reformen gemacht, aber die Reformen, die endgültig notwendig sind, um wieder ein gutes, neues Reich aufzubauen, die kannst du nicht machen, deshalb musst du abtreten. Das hat er befürchtet. Also ich möchte mal sagen, die Beseitigung der Generäle war präventiver Terror. Das hat es sehr oft in der Sowjetunion gegeben, auch unter Lenin. Da wurde festgelegt, unter Dzerzhinsky, das war damals der Polizeikommissar, der die CK führte, der hat gesagt, in gewissen Situationen der Krise müssen so und so viele Adlige, so und so viele Bürgerliche, so und so viele Lehrer müssen einfach, ohne dass sie schuldig sind, erschossen werden. Und das hat Stalin gemacht, präventiver Terror gegen die Generäle. Ja. Stichwort Schauprozesse. Hatten Sie selber an einem mal teilgenommen als Beobachter? Nein. Verzeihen Sie, da muss ich mich berichtigen. Einmal wurde ein Attentat aufgeübt auf den deutschen Botschaftsrat von Twardowski. Da wurde ein Prozess geführt gegen zwei Polen, die dieses angebliche Polen, die dieses Attentat ausgeführt hatten. Da sind wir hingegangen, sonst in die anderen Prozesse sind wir nicht hingegangen, um zu sagen, dass wir uns nicht damit identifizieren wollten, dass es nicht gut hießen. Der amerikanische Botschafter ist hingegangen. Ja. Das wurde zum Beispiel damals von seinem Sekretär George Kennan und Chip Bohlen, zwei Freunde von mir, aufs Heftigste kritisiert. Ja. Stalin setzte auf die Mobilisierung der Kräfte im eigenen Land, der Sprung nach vorne. Er setzte auf Industrie. Manchmal glaubt man, es sind dieselben Zeiten, wenn man die Nachrichten über Gorbatschow liest. Die Konzentration auf Effektivität. Sehen Sie da gewisse Analogien zwischen damals und heute? Ja, es ist sicher richtig. Peter der Große war ein Reformer, Katharina die Große, Stalin. Und jetzt setzt Gorbatschow wieder an, nachdem Chruschtschow gewisse Reformen versucht hat. Auch Kosygin und Andropow, die aber immer wieder versandet sind. Also da ist eine gewisse Parallelität. Aber es ist ein ganz großer Unterschied. Gorbatschow kann nicht mehr die Leute, die ihm Widerstand leisten im Inneren der Partei, die kann er nicht so säubern und vernichten, wie Stalin das getan hat. Das ist unmöglich. Das ist der große Unterschied. Ja. Die Botschaft ist ein Gehäuse mit vielen Stockwerken und Zimmern und Kollegen. Wer war Ihr Vorgesetzter in dieser Botschaft? Ich habe drei Vorgesetzte gehabt. Das erste war der Botschafter von Dirksen, der bei Kriegsausbruch Botschafter in London war. Der zweite Botschafter war Botschafter Nadolny, der geborene Ostpreuße war, Russland-Sachverständiger. Und der im Jahre 1935 aus Protest gegen die hitlerische Politik gegenüber der Sowjetunion in dramatischer Weise zurückgetreten ist. Und der dritte Botschafter war Graf von der Spulenburg, ein großer Diplomat, der im fernen Osten, der im Nahen Osten gedient hat, in Persien und Bukarest. Ich möchte mal sagen, der hatte so ein bisschen die nahöstliche Weisheit eingeatmet und er ließ sich die Dinge an sich entwickeln. Er sagte sich, man kann nur eingreifen, wenn ein gewisses Ereignis reif ist. Er war ein sehr kluger Beobachter und ein großartiges Vorbild. Er ist ja dann nach dem 20. Juli auch, weil er dann in Widerstand getreten ist, hingerichtet worden. Graf Schulenburg war ja auch gleichzeitig der Doyen des diplomatischen Korps in Moskau. Dadurch ergab sich sicher auch, dass der Freundeskreis, das heißt die Nachbarschaft zu den anderen diplomatischen Vertretungen sehr eng war, in den Datschas, auf dem Tennisplatz, auf den Festen, mit dem Alkohol. Sie hatten da sehr gute Freunde gewonnen, bei den Amerikanern vor allem. Können Sie sich erinnern? Ja, ich will Ihnen sagen, das diplomatische Korps in Moskau war ja sehr klein. Es gab dort 26 Missionen, heute hat man 160 Missionen an den großen Plätzen. Die Missionen waren sehr viel kleiner, im Allgemeinen waren an einer Mission sechs, an den großen Missionen sechs bis acht höhere Beamte und Angestellte. Das hat sich ja vollkommen geändert. Und wir waren uns einig in der Ablehnung des Systems in der Sowjetunion. Das war das große einigende Band. Wir haben uns also damals auch ausgezeichnet mit den Polen gestanden und auch mit den Tschechen. Das war eine große
Familie, die zusammenhielt, die sich immer traf und die ihre Erfahrungen austauschte. Zum Beispiel hatten wir einen hervorragenden Landwirtschaftsattaché Schiller. Und dessen Berichte wurden von den Engländern ins Englische, von den Franzosen ins Französische übersetzt und sogar Stalin soll sie gelesen haben. Er hat sie allerdings nicht berücksichtigt. Mhm. Also, und da war George F. Kennan, Charles Bohlen, der spätere Botschafter in Moskau von den Vereinigten Staaten. Fitzroy McLean, der Engländer, Juniac, der Franzose, Charpentier, der Franzose. Es war also, möchte ich mal sagen, eine verschworene Gemeinschaft. Manchmal nennt man es auch ein Lobeklub. Wir haben uns gegenseitig natürlich sehr gut gekannt und haben uns auch gegenseitig aus Überzeugung empfohlen. Das hat nach dem Krieg eine gewisse Rolle gespielt. Ja. Die Personen sind vorgestellt, die Häuser sind vorgestellt. Dann beginnt so ihr Erfahrungsspiel. Seit 1933 sind die Nationalsozialisten an der Macht und die Expansionspolitik von Hitler betraf zunächst Österreich, der Anschluss. Dann kam die Krise um die Tschechoslowakei. Das heißt, es wirkte sich in Moskau so aus, dass sie eine Botschaft nach der anderen dazu bekamen. Die Botschaft von Wien, die Botschaft von Prag. Und da kamen Sie ganz persönlich ins Spiel, bevor diese Tschechoslowakei-Krise ins Rollen kam. Da hatten Sie einen Entschluss gefasst, eine Notbremse zu ziehen. Was war da los? Das ist richtig. Ich habe mich einem Entschluss angeschlossen. Es gab im Auswärtigen Amte bereits 1938, als sich die tschechische Krise, also die Sudetenkrise, anbahnte, eine Widerstandsgruppe, die zusammenarbeitete mit den Militärs, die unter Führung des Generaloberst Beck und des damaligen General von Witzleben stand. Der Leiter der Opposition, wir nannten uns nicht Widerstandsgruppe, der Opposition im Auswärtigen Amt, war der Staatssekretär Freiherr von Weizsäcker, der Vater unseres heutigen Bundespräsidenten. Unter dessen Leitung, auf dessen Weisung haben wir gearbeitet. Und ein engster Mitarbeiter von ihm hat mir, ich glaube, es war im August 1938, als ich zur Berichterstattung in Berlin war, gesagt, ich sollte versuchen, aufgrund meiner sehr engen Beziehung zu den Engländern und Franzosen in Moskau, den Engländern und Franzosen zu sagen, sie sollten Hitler gegenüber nicht nachgeben in der tschechischen Sudetenfrage. Sie sollten ihm Widerstand leisten, dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass man etwas gegen ihn unternehmen könnte. Das ist das, was ich damals getan habe, aus vollster Überzeugung, aber eben nicht aus der Entschluss, es zu machen, war natürlich von mir. Aber ausging es von der Oppositionsgruppe unter Leitung des Staatssekretärs Freiherr von Weizsäcker. Ja, welche Kanäle haben Sie da benutzt? Mündliche Kanäle. Also schriftliche Kanäle ging natürlich nicht, das war viel zu gefährlich. In Richtung britischer Botschaft und auch da französischer? Wir trafen uns ja auf der Datscha und die habe ich in mehreren Unterhaltungen, habe ich sowohl Fitzroy McLean wie meinen Kollegen Juniac und Daillé von der französischen Botschaft, habe ich diese Dinge auseinandergesetzt und die haben das auch berichtet. Das steht auch in den französischen Akten und in den englischen Akten, ist das aufzufinden. Und die Reaktion im Foreign Office oder Quai d'Orsay? Also ich möchte mal sagen, meine Aktion war eine Nebenaktion. Die Hauptaktion fand ja in London statt durch den dortigen Geschäftsträger Botschafter Theo Kort und durch den alten Herrn von Kleist, die in England drüben waren. Die Engländer warten, sie sollten unter keinen Umständen gegenüber Hitler nachgeben, denn er wollte nicht nur die sudetendeutschen Gebiete zurückhaben, was ja ein legitimer Anspruch war, das war ja von Deutschen bewohnt, sondern er wollte die ganze Tschechoslowakei besetzen. Die Engländer haben nicht darauf gehört und das kann ich auch verstehen, denn es war außerordentlich schwierig für die Engländer, der englischen und auch der französischen öffentlichen Meinung klarzumachen, dass man die Deutschen daran hindern wollte, die Sudetendeutschen, die ja nach dem Ersten Weltkrieg für den Anschluss an Deutschland gestimmt hatten, daran zu hindern, das durchzuführen. Das war außerordentlich schwierig. Das hätte man der öffentlichen Meinung nicht klar machen können. Und außerdem hat natürlich Daladier und Schemerlin, das möchte ich mal zu ihrer Verteidigung sagen, sie werden ja heute sehr angegriffen, nicht geahnt, dass Hitler dann noch weiter gehen würde und dann im Frühjahr 1939 die ganze Tschechoslowakei besetzen würde. Ja. Das wussten sie nicht wissen. Ja. Hitler ging es doch darum, einer Einkreisungspolitik zuvorzukommen. Das heißt also, wenn Paris, London gemeinsame Sache mit Moskau gemacht hätte, dann wären bestimmte erzwungene Ergebnisse wohl nicht so möglich gewesen. Aber es gab da wohl keinen richtigen Draht zwischen Paris, London zu Moskau. Also ich möchte mal sagen, der entscheidende Moment, wo, sagen wir, die Wege von England, Frankreich
und der Sowjetunion nicht zusammenkamen, war die Sudetenkrise, die Münchner Konferenz. Stalin war außerordentlich böse darüber, dass er zu dieser Konferenz nicht zugezogen wurde, die von Mussolini angeregt wurde. Er sagte, die Tschechoslowakei ist ein slawischer Staat und schon das alte zaristische Russland hat immer ein ganz großes Interesse bekundet für alle slawischen Staaten, von der die sich damals im Verbande von Österreich-Ungarn noch befanden. Und das war eine Brüskierung. Und er hatte schon gefunden, dass die Alliierten auf den Anschluss von Österreich nicht reagiert hatten. Also hat er das Misstrauen von Stalin geht auf die Münchner Konferenz zurück. Ja, er soll mal wohl geäußert haben, also er zieht den Karren nicht ständig für die sogenannten Westmächte aus dem Dreck. Die sollen das selber besorgen, dieses Geschäft. Er hat gesagt, ich bin nicht bereit, die Kastanien aus dem Feuer zu holen für andere Leute. Er hat nicht die Engländer, Franzosen genannt, aber das war klar. Ja. Und dann die weitere Entwicklung setzte dann ein, als Hitler seinen Angriff gegen Polen vorbereitete. Frankreich hatte schon einen Unterstützungsvertrag mit Polen. England schloss ihn ab. Und nun fingen die Engländer und Franzosen an, in Moskau Verhandlungen zu führen, um in diese Abwehrfront gegen Deutschland und die Offensive Deutschlands gegen Polen abzublocken, mit den Sowjets zu verhandeln. Und da setzte Hitler ein, weil er sich sagte, ich will nicht, dass diese drei Mächte mir gegenüberstehen. Ja, da begann der spannende Wettlauf. Ja. Sie aus der Sicht der Moskauer Botschaft, also der deutschen Botschaft in Moskau, und auch ihr Chef, Graf von der Schulenburg, war sicher befriedigt über die sich abzeichnende deutsch-sowjetische Annäherung, die er ja immer wieder an das Auswärtige Amt und an die Führung in Deutschland herangetragen hatte. Nun entspannt sich da ein direkter Draht. Und das wirkte im Grunde fast wie ein Coup, was da passierte, der deutsch-sowjetische Pakt von 1939. Wie kam der zustande? Was waren die Interessenlagen von der Botschaft, von Stalin und von Hitler, also dieses Wettrennen zu gewinnen? Der Botschafter wollte eine Verbesserung, genau wie alle Botschaftsmitglieder, der deutsch-sowjetischen Beziehung. Er wollte also normale Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Das war das Ziel der Botschaft. Hitlers Ziel war ein ganz anderes. Er wollte verhindern, dass die Sowjetunion, wie ich schon sagte, sich mit England und Frankreich verständigt und dass damit dann die Möglichkeit für ihn gegeben war, zusammen mit der Sowjetunion gegen Polen vorzugehen. Das war der Sinn. Und deshalb hat auch Schulenburg, als der berühmte Vertrag dann unterzeichnet war, gesagt, ich habe in Wirklichkeit gar nichts erreicht. Ich wollte eine Normalisierung der deutsch-sowjetischen Beziehung. Aber der Schuss geht nach hinten los, denn Hitler hat nun die Möglichkeit, seinen Weltkrieg anzufangen. Und wie der ausgeht, das kann man sich vorher ausrechnen. Der geht genauso aus wie der Erste Weltkrieg. Und die Position von Stalin. Vertraute er Hitler? Vertraute er den Deutschen? Ich glaube, dass er 1939 volles Vertrauen in die Deutschen hatte. Er ist ja Georgier und die Georgier sind seit langer Zeit eigentlich immer sehr deutschfreundlich gewesen. Und er war enttäuscht über die Franzosen und Engländer. Nun darf man auch nicht vergessen, dass zwar ein Krieg ja zwischen Deutschland und Russland getobt hatte, 1914 bis 1917, bis zum Frieden von Brest-Litowsk, aber dass nach dem Kriege 1917 ja die Engländer und Franzosen interveniert haben, in der Sowjetunion, um das sowjetische System zu stürzen. Und dass dann von 1920 bis 1933 ja sehr freundschaftliche, enge Beziehungen zwischen Sowjetunion und Deutschland bestanden, den beiden Geächteten der Völkerfamilie, die sehr zwangsweise, eigentlich möchte ich sagen, durch die Alliierten zusammengeführt wurden. Mhm. Ich sagte, es war ein Coup, so wurde es auch damals verstanden, vor allem als Ribbentrop nach Moskau reiste. Sie waren im Tross von Ribbentrop dabei. Über Königsberg flogen sie nach Moskau. Nachdem die ganzen Vorbereitungen getroffen waren in Berlin und Moskau, kam es zur Unterzeichnung. Wie wurde das aufgenommen bei den benachbarten Botschaften? Also es war ein Donnerschlag. Keiner hatte das erwartet. Es war völlig überraschend, wie ein Blitzschlag aus heißem Himmel für die Bevölkerung der Sowjetunion, für die deutsche Bevölkerung und natürlich auch für die anderen Botschaften. Und es war ja solch eine Überraschung, dass die englische und französische Delegation wollte am Vormittag, nachdem in der Nacht der deutsch-sowjetische Vertrag unterzeichnet war, wollten die zur Sitzung in Kreml gehen. Und da
wurde ihnen telefonisch mitgeteilt, sie brauchten nicht mehr kommen. Inzwischen haben wir mit Deutschland abgeschlossen. Das war also völlig unerwartet. Aber die Westmächte waren doch etwas vorgewarnt durch ihre Informationen über den Vertrag. Vielleicht können Sie ganz kurz noch darstellen, was der Vertrag bedeutete und was Sie befreundeten diplomatischen Kollegen sagten. Im Endeffekt, so wie er daher abgezeichnet wurde, beinhaltete der Vertrag, dass der gesamte Friedensvertrag von Brest-Litowsk aufgehoben wurde. Die Sowjetunion bekam freie Hand in den drei baltischen Staaten, sogar auch bis zu einem gewissen Grad in Finnland, freie Hand gegenüber Bessarabien. Und außerdem wurde vereinbart, Polen aufzuteilen. Das war das Endergebnis dieses Vertrages. Das war im Geheimabkommen. Das war im Geheimabkommen, ja. Was niemand erfuhr, aber durch Sie, Sie hatten das Ihrem Kollegen Charles Bohlen weitergegeben. Gesagt, ja. Ich wusste ja damals noch nicht, dass das geheim war. Ich dachte, ich war ja gerade aus den Verhandlungen, die Verhandlungen waren gerade zu Ende gegangen. Und dann habe ich, bevor ich abflog und Soldat wurde, habe ich Chip Bohlen noch mal getroffen. Ich hatte Chip Bohlen schon vorher genauestens über den Verlauf dieser Verhandlungen informiert. Ich hatte das auch eine Zeit lang bei den Engländern und Franzosen gemacht. Das war mir aber dann zu gefährlich, als die dort schon verhandelten. Auch die Italiener habe ich informiert und habe dann davon abgesehen, weil mein Botschafter die Italiener informiert hat. Und ich habe aber Chip Bohlen eigentlich alle zwei Tage berichtet, wie die Verhandlungen vor sich gingen, weil ich überzeugt war, dass wenn es zu einem Abschluss zwischen Deutschland und der Sowjetunion kommt, dass das den Weltkrieg bedeutet. Aber das Schlimme war, dass diese Cassandra-Rufe, die auch von anderen Deutschen gegenüber den Engländern und Franzosen geäußert wurden, die wurden nicht beachtet. Die Leute haben es damals, auch hochstehende englische und französische Politiker, haben es einfach nicht für möglich gehalten, dass Stalin und Hitler sich verständigen können. Das hielt man für unmöglich. Das Wort und die Wortwahl ist sicher falsch, wenn man sagt, es war ein riskantes Spiel für Sie. Es war ernst, es war Ihnen todernst. Es war mir todernst, weil ich sagte, es kommt zum Zweiten Weltkrieg und der kann nur so ausgehen wie der Erste Weltkrieg. Charles Bohlen hat es weitergegeben an seinen Außenminister, aber keine Reaktion kam von Washington an die betroffenen Polen, um die es ja ging. Denn der Preis für die drei baltischen Staaten, die Hitler-Stalin konzidierte, war ja Polen. Das heißt, die Aufteilung Polens und praktisch der Warnschuss für den Einmarsch in Polen. Also weit man aus den Dokumenten, dass er sehen kann, vielleicht kommt noch mehr heraus, haben die Amerikaner, die Polen und die Randstaaten, die drei baltischen Staaten, nicht gewarnt. Aber sie haben den englischen und den französischen Botschafter, die haben sie informiert. Aber das ist auch zum Teil ist eben auch nicht beachtet worden, weil die Engländer und Franzosen es einfach nicht für möglich gehalten haben. Ja, und die Zeit war ja knapp. Es ging ja da um Tage und um Stunden. Etwas könnten Sie mir erklären, das habe ich nicht ganz verstanden, als ich Ihr Buch, was da heißt zwischen Hitler und Stalin, was Sie da geschrieben hatten. Sie wollten den Krieg verhindern, den Zweiten Weltkrieg, nahmen diese Verantwortung auf Ihre eigene Schulter mit den ganzen Nachteilen, die es für Sie hätte persönlich haben können. Und Sie gehen aber just als Soldat in diesen Krieg. Sie sind überall dabei, diese ganzen Kriegsjahre, haben einen enormen Überblick über die diplomatische Aktivität, die politische Aktivität und die Aktivität eines Soldaten an der Front, der sieht, wo es lang ging. Warum wollten Sie da Soldat werden? Das ist diese Frage ist schwierig zu beantworten. Ich will Ihnen sagen, es hat einen Hauptgrund gegeben. Ich war der Überzeugung, dass 1939 man im Auswärtigen Amt nichts mehr machen konnte, um den Frieden zu halten. Das war ausgeschlossen, das war vorbei. Und dann sagte ich mir, wenn man Hitler beseitigen will, kann es nur noch eine Institution geben, die das bewerkstelligt, das ist die Armee. Das war der Grund, weshalb ich in die Armee gegangen bin. Sie kamen ja auch gerade noch richtig zu Ihrem Einsatzort, denn der Krieg war ja angekündigt intern laut Marschbefehlen für den 25. August. Durch wohl die Intervention von Mussolini ist er nochmal vertagt worden, auch durch andere Dinge, die noch dazu kamen. 5 Tage später, 1. September. Sie kamen noch zu Ihrem Einsatzort. Sie hatten dann vor allem in Ihrem Kriegsverlauf, so wie Sie ihn erlebten, mit den sowjetischen Kriegsgefangenen zu tun. Wie kam es dazu? Denn die sollten ja auch integriert werden teilweise. Entweder gingen sie einem
verheerenden Schicksal entgegen, oder sie wurden integriert, was wohl auch nicht viel besser war. Also, ich möchte mal anfangen mit den Erfahrungen als Frontoffizier. Hunderttausende sind ja zu uns übergelaufen und die Bevölkerung, in, wo wir einrückten, vor allem in der Ukraine und in Weißruthenien, hat uns ja eigentlich als Befreier begrüßt. Sie hofften nun endlich menschlich behandelt zu werden, wie sie manchmal sagten, als Europäer. Und dann kam diese verfluchte Zivilverwaltung und mit ihren mörderischen Maßnahmen gegen die Bevölkerung, die ja mit uns zusammenarbeiten wollte. Die wurden eigentlich in die Arme von Stalin zurückgetrieben, wie Sie ganz richtig sagten. Es sind ja leider etwa, die Zahlen sind sehr schwer zu sagen, es sind wahrscheinlich 1,5–2 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, sind elend verhungert. Aber es sind doch noch eine ganze Masse übrig geblieben, die auf unserer Seite mitgekämpft und mitgearbeitet haben. Und wir hatten ja so im Höhepunkt des Krieges hatten wir immerhin 800.000 ehemalige sowjetische Kriegsgefangene, die in die deutsche Armee integriert waren. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe von dem damaligen Major IG Graf Stauffenberg, dem späteren Attentäter, von dem früheren Militärattaché in Moskau Köstring und von meinem alten Botschafter Graf Schulenburg. Denn deren Gedanke war ja, die Völker der Sowjetunion anständig zu behandeln und gewissermaßen zu Bundesgenossen zu gewinnen. Also möchte ich mal sagen, der Gedanke von Stauffenberg, Köstring und Schulenburg war der, den Krieg gegen die Sowjetunion in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, wo die Sowjets selber mitkämpfen, um Stalin zu beseitigen. Das war aber natürlich unmöglich, solange Hitler am Leben war, weil der auf diese Dinge ja überhaupt nicht einging. Er wollte die besetzten Gebiete ausbeuten und als Kolonien benutzen. Das ging natürlich nicht. Da war der Gegensatz zwischen. Ja, denn der Einfluss des Auswärtigen Amts und auch des Militärs, der Wehrmacht, wurde ja auch eingeschränkt zugunsten der Einsatzgruppen und der SS-Einheiten, die diese Aufgaben übernommen hatten, wo die Wehrmacht sagte, wir machen uns nicht schmutzig damit. Das ist vollkommen richtig. Also durch die Einsatzgruppe wurden ja vor allem die jüdische Bevölkerung der Sowjetunion vernichtet. Und das sind Dinge, die ich erst verhältnismäßig spät erfahren habe. Bei der kämpfenden Truppe erfuhr man das ja nicht. Ich habe es erst, glaube ich, Anfang 1942 erfahren. Ich weiß noch, ich war damals schon im Stabe von Stauffenberg in der Organisationsabteilung Generalstab des Heeres, als ein Offizier kam und berichtete, was dort geschah. Und das war eigentlich auch ein weiteres auslösendes Moment, dass man sagte, der Kerl, wie jemand sagt, der Kerl muss beseitigt werden. Das ist ein Verbrecher. Und es war ja zunächst einmal so bei manchen die Auffassung, es wäre nicht Hitlers Schuld, sondern seine Berater. Aber Hitler hat ja keine Berater gehabt. Er war alleine verantwortlich für diese Untaten, die begangen wurden. Also man musste ihn beseitigen. Ja. Stauffenberg und die junge Garde der Offiziere, die ja sozusagen die Wirkungslosigkeit der Generale im Widerstand in der Opposition ersetzen sollten, kam ja relativ spät zu diesem Widerstand. Sie waren ja sozusagen schon 38, 39 in dieser Gedankenrichtung tätig. Was brachte Sie mit Stauffenberg zusammen und welche Aufgabe sollten Sie dabei übernehmen? Also ich möchte mal sagen, mit Stauffenberg kam ich zusammen bei der Arbeit, die Organisierung der sowjetischen Freiwilligen der deutschen Armee. Und dann haben wir natürlich auch über die Dinge, die passierten, auch über die Behandlung der Kriegsgefangenen, über die ganzen Dinge haben wir gesprochen und eben gesagt, es muss gehandelt werden. Stauffenberg ist ja dann, war völlig verzweifelt, weil die meisten Generäle, nicht alle, man soll überhaupt nicht verallgemeinern, es hat Generäle gegeben, die auch nach dem 20. Juli hingerichtet sind, die hervorragend waren. Aber die Masse war eben nicht bereit, trotzdem sie auch überzeugt waren, dass Hitler militärisch Fehler beging, einzuschreiten. Dann Stauffenberg kam nach Nordafrika, wurde dort schwer verwundet und man glaubte eigentlich, dass er gar nicht mehr am Leben bleiben würde. Aber ist dann in ganz kurzer Zeit, ich habe ihn noch in der Lazarettstraße hier in München besucht, da war er in einer erstaunlich kurzen Zeit wieder gesund, weil in ihm irgendwie die Überzeugung gereift war, er muss handeln. Also irgendwie, er war überzeugt, dass er außersehen war als Werkzeug, um Hitler zu beseitigen. Und dann setzte der aktive Widerstand ein. Aber ich möchte sagen, vorher sind ja sehr viele Attentate versucht worden, die immer wieder gescheitert sind, leider. Ja. Stauffenberg sollte also diese Aufgabe übernehmen. Sie sollten Sprengstoff besorgen. Und da kam es zu schwierigen Situationen. Ja, ich möchte mal so sagen, es war so, der Sprengstoff war vorhanden. Ja. Der Sprengstoff
war unter dem Bett von dem Oberst IG Stief, dem Leiter der Organisationsabteilung. Und der ging auf Urlaub und wollte natürlich diesen Sprengstoff nicht unter seinem Bett lassen, weil er sich sagte, in meiner Abwesenheit wird vielleicht an der Stube sauber gemacht oder man sucht nach Zigaretten oder nach Wein und dann findet man das. Also bekam ich den Sprengstoff während dieser Zeit zur Verwahrung. Und dann später wurde der Sprengstoff, da wir der Auffassung waren, das war zu gefährlich, den irgendwo unter dem Bett aufzubewahren, wurde er vergraben. Und das wurde leider von der Geheimen Feldpolizei entdeckt und der Sprengstoff wurde ausgegraben und gefunden. Es wurde noch ein anderes Loch gegraben, in dem die Pläne für den Ablauf der Widerstandsaktion vergraben waren. Und Sie sagten, dass es bis heute nicht das gefunden. Ruht noch heute im Mauerwald, Gott sei Dank. Denn dann wäre natürlich die Sache gefährlich geworden. Damals hat der Abwehroffizier beim Generalstab des Heeres, ein Oberstleutnant Schrader, ein großartiger Mann, der zu Stauffenberg hatte uns gesagt, wenn irgendwas schief geht, müsst ihr zu dem hingehen. Und wir haben dann den Schrader verständigt, was passiert war, dass die geheime Feldpolizei dieses Sprengstoff gefunden hatte. Und dann hat er die geniale Idee gehabt, dem Generaloberst Seiter, dem Generalstabschef, zu sagen, das wäre ein Attentat, das wohl von den Engländern vorbereitet sei, es sei englischer Sprengstoff. Und wir wollten, dass der Generalstab des Heeres, also die militärische Abwehr, wolle das selbst untersuchen, sodass also die SS nicht rangelassen wurde. Und diese Untersuchungen sind natürlich im Sande verlaufen. Ja, aber es war ein ziemlicher Schreckschuss. Nach dem 20. Juli sind Sie doch für einige Tage abgetaucht und Sie wurden blass, als Sie nach Berlin zurückkamen. Ja, insofern, also ich war Anfang Juli, war ich in Berchtesgaden, auch Stauffenberg war da, da sollte das Attentat ausgeführt werden, aber es kam nicht zustande, weil Himmler und Göring waren nicht da, man wollte eigentlich die ganze Führungsstütze beseitigen. Und man muss sich immer vorstellen, jeder von uns Offizieren hatte ja nicht die Aufgabe, stand ja nicht in unserer Personalbeschreibung oder Stellenbeschreibung drin, dass wir Hitler beseitigen wollten, sondern wir hatten alle eine Aufgabe zu erfüllen. Und nur, sagen wir mal, das ist vielleicht kein angemessenes Wort, in der Freizeit konnten wir uns damit beschäftigen. Und ich war seit 6 Wochen, war ich schon angefordert worden, nach Italien runterzufahren, um dort eine Freiwilligendivision, die Schwierigkeiten hatte, um die zu besuchen und dort zu sagen, was man machen soll. Das konnte ich einfach nicht mehr aufschieben. Also bin ich am 14. Juli gegen meinen Willen runtergeflogen nach Italien und kam dann erst am 19. Juli spät nachts nach Österreich und bin dann erstmal zu meiner Frau gefahren, die in Kitzbühel wohnte, und habe dadurch, wenn Sie wollen, den 20. Juli einfach verschlafen. Denn es kam ein Anruf am 19. abends vom General Stief, der wollte mich sprechen, aber meine Frau, ich war gerade eine halbe Stunde da, todmüde, hat mich nicht geweckt. Also insofern bin ich noch einmal davongekommen. Ich war nicht eingesetzt am 20. Juli. Und als Sie in Berlin dann auftauchten, da fanden Sie eine Notiz vor. Ja, das war in Potsdam. Da waren wir inzwischen, der Stabsgeneral der Freiwilligenverbände war von Ostpreußen umgezogen. Da lag auf meinem Schreibtisch ein Zettel, wo drauf stand, Oberleutnant von Haften, Adjutant, Oberst IG Graf Stauffenberg, bitte Drittmeister von Herbert, dringend um Anruf, 19. Juli. Und diese Zettel war dort liegen geblieben. Und ich habe natürlich einen wahnsinnigen Schreck bekommen und bin, glaube ich, leichenblass geworden. Und in dem Moment kam ein guter Freund von mir, Oberleutnant Reismüller, rein und sagte, was ist denn mit dir? Und da der auch von der Verschwörung wusste, habe ich ihm den Zettel gezeigt. Den habe ich natürlich sofort beseitigt. Und dann hatte er noch ein Glas Cognac und das habe ich mal runtergeschüttet, da wurde ich wieder lebhaft. Und dann habe ich mich bei meinem General gemeldet. Und als ich reinkam, sagte der nur, was, Johnny, Sie leben noch? Der dachte, ich wäre schon geklappt worden. Und sagte, dann ist es besser, wenn Sie jetzt einmal verschwinden. Und ich sagte, Herr General, es wäre aber auch, glaube ich, gut, wenn der General auch mitgeben. Damals redete man sich noch in der dritten Person an. Und dann ist der General Köstring und ich, wir sind dann nach dem Balkan runtergeflogen, nach Belgrad und haben uns dann sogar noch nach Griechenland abgesetzt. Das Kriegsende sieht Sie in der Kitzbühler Salzburger Gegend als Soldat und als Köstring Adjutant. Ausgerechnet auch die Reste des Auswärtigen Amts sehen sich auf Schloss Fuschel bei Salzburg wieder, Auflösung aller Orten, kurze Kriegsgefangenschaft. Sie waren dann
Berater in Frankfurt für die Amerikaner, das heißt in einem historischen Department, tätig und bekam bald einen Anruf von der Staatskanzlei, die wieder eingerichtet war in München, vom Ministerpräsidenten Högner vermittelt, sie sollen nach München kommen. Ja. Was wollten Sie dort tun? Wie sahen Ihre Aufgaben dort aus? Also zunächst einmal, mal ganz ehrlich zu sein, hatte ich eigentlich die Absicht, auszuwandern. Ich hatte kein großes Vertrauen in eine Zukunft Deutschland. Ich glaubte, wir würden aufgeteilt werden. Ich war so außerordentlich pessimistisch und bin eigentlich dadurch in meinem Plan auszuwandern, den Plan bin ich verhindert worden und bin dann nach München gegangen. Und die Aufgabe, die ich dort hatte, war Verbindung zu den Besatzungsmächten, weil ich ja Englisch und Französisch sprach, Verbindung zu den Konsulaten, die schon anfingen, damals sich zu etablieren. Wir hatten auch eine französische Verbindungsstelle, da ein französisches Generalkonsulat, Italiener hatten ein Generalkonsulat. Da wurde das Institut für Zeitgeschichte aufgemacht, aufgrund von Fulburg, der aus Tübingen kam. Dann kam das Friedensbüro, wurde eingerichtet und dann kam... Friedensbüro, was sollte das tun? Das Friedensbüro sollte vorbereiten einen Friedensschluss. Also ja, man sollte Friedensvertrag. Sich, ja, ja, einen Friedensvertrag. Man sollte sich Gedanken machen, wie soll dieser Friedensvertrag aussehen. Es war also der Vorläufer des Auswärtigen Amtes. Wir hatten übrigens auch in der Bayerischen Staatskanzlei eine Arbeitsgruppe, die sich mit demselben Problem beschäftigte. Zudem, so wie der spätere Landwirtschaftsminister Niklas gehörte, der in Bonn war, der Staatssekretär Hartmann, der also Staatssekretär im Finanzministerium war, Ministerialdirektor Bock aus dem Kultusministerium, also ein Kreis von Sachverständigen, die sich überlegten, wie wird sich die Zukunft Deutschlands gestalten. Dass man das nicht nur den alliierten Besatzungsstäben überlässt, sondern dass die Deutschen auch wieder... Selber Initiative ergreifen, ja. Da ist ja auch manches geschehen, wie zum Beispiel von der Bayerischen Staatskanzlei die Einberufung der Ministerpräsidenten aus allen vier Zonen, also auch der sowjetisch besetzten Zone. Wie kamen Sie dann nach Bonn? Ich glaube, als Beauftragter der Ministerpräsidenten, aber da gab es ja noch kein politisches Bonn. Der Staat war ja noch nicht aufgemacht. Nein, also es gab natürlich den Parlamentarischen Rat. Und der Parlamentarische Rat war dort tätig gewesen mit dem Generalsekretär Trossmann. Und das war, möchte ich mal sagen, die Keimzelle zum Bundestag. Und der spätere Bundesrat, der war vorbereitet worden durch das Büro der Ministerpräsidentenkonferenz. Die gab es auch schon. Aber... ich möchte mal sagen, neu aus der Taufe gehoben werden musste, Bundespräsident und Bundesregierung. Und da wurde ich von der Ministerpräsidentin beauftragt, nach Bonn zu fahren, um diese Dinge vorzubereiten. Also dann waren Sie praktisch der erste Beamte in Bonn, weil Sie ja die politischen Behörden wohl aufgebaut haben, eingerichtet haben. Der erste nicht ernannte Beamte, der am Anfang da war. Ja. Welche Chance haben Sie der Bundesrepublik Deutschland damals gegeben? Ich habe ja doch eine große Chance gegeben, weil ich mir gesagt habe, es ist, lassen Sie mich diesen Ausdruck mal gebrauchen, die Bundesrepublik war ein Kind des Kalten Krieges. Also wir sind ja so schnell wieder in den Kreis der Völkerfamilie oder der westlichen Familie, der demokratischen Völkerfamilie aufgenommen worden, weil sich ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen den Westmächten und der Sowjetunion abzeichnet. Ich erinnere nur daran, 1948, den Umsturz in Prag, der natürlich ein tiefer Einschnitt war. Ich erinnere daran, dass in Polen entgegen den Abmachungen von Jalta keine freie Regierung eingerichtet wurde, sondern eine Puppenregierung, die von der Sowjetunion abhängt. Ja. Sie wurden dann in das Bundespräsidialamt berufen, in welcher Funktion? Also zunächst einmal nach der Wahl von Heuss zogen wir ein auf der Viktorshöfe, das war ein Eisenbahnerholungsheim, bis heute über die Sowjetbotschaft. Damals war es der Amtssitz und die Wohnung von Heuss. Und da fragte mich Heuss, wollen Sie nicht bei mir mitarbeiten? Da war ich sehr froh, hatte ich also schon wieder mal ein Büro und eine Sekretärin, das habe ich sehr gerne gemacht und habe dort angefangen. Und dann wurde ich auch eingegliedert ins Bundeskanzleramt unter Adenauer. Ich diente also zween Herren, wie man sagt. Ja. Das Auswärtige Amt wurde wieder aufgemacht, vor allem dann, als die Bundesrepublik souverän wurde und Botschafter ins Ausland schicken konnte an die wichtigen Posten. Das Auswärtige Amt hat eine lange Tradition in den 30er und 40er Jahren und dann in der Bundesrepublik. Die Papiere von Weizsäcker,
dem damaligen Staatssekretär des Auswärtigen Amts, sind in die Diskussion geraten. Sehen Sie durch eine Veröffentlichung wie diese die Rolle des Staatssekretärs von Weizsäckers gewürdigt? Ich glaube, dass die Rolle von Weizsäcker nicht richtig erkannt wird. Man tut ihm Unrecht. Es wird ihm zwar wie vorgeworfen, er sei Mitglied der SS, habe einen SS-Rang gehabt. Das ist an sich richtig, aber man muss sich einmal vorstellen, dass Weizsäcker war ja der Leiter der Opposition im Auswärtigen Amt. Und das hat er gemacht aus Patriotismus, weil er sagte, ich muss alles in meinen Kräften Stehende tun, um zu verhindern, dass es zu einem Kriege kommt. Das war sein Ziel. Und da musste er natürlich manchmal Dinge in Kauf nehmen, um diese Arbeit fortzusetzen, die seiner inneren Überzeugung nicht entsprachen. Und das hat er auch gegenüber seinem ältesten Sohn, dem Karl Friedrich von Weizsäcker, sehr oft zum Ausdruck gebracht. Das kann man nachlesen. Braucht man den Karl Friedrich von Weizsäcker auch nur fragen. Er ist also manchmal vollkommen falsch verdächtigt worden. Und dieser Ehrenrang der SS hat ihn ja nicht daran gehindert, seinem Widerstande gegen Hitler weiter fortzufahren. Ja. Bis zu welchem Jahr war er im Amt? Er ist danach ein Botschafter am Vatikan geworden. Ja. Mhm. Ist er abgelöst worden, war dann im Vatikan. Aber ich möchte mal Folgendes sagen. Ich war ja zur Zeit des Anschlusses von Memels, war ich am Konsulat in Memel. Und ich hätte bestimmt dort einen Ehrenrang der SS bekommen. Ich hatte aber Gott sei Dank eine nicht-arische Großmutter und konnte sagen, ihr kommt in Schwierigkeiten, wenn er mir das verleiht. Aber ich hätte wenn ich also diese Großmutter nicht gehabt hätte, ich auch diesen Ehrenrang bekommen, trotzdem ich im Widerstand war. Das muss man sich mal vorstellen. Man sagte in den frühen Jahren der Bundesrepublik, ja, die Wilhelmstraße ist wieder in die damalige Koblenzer Straße, wie sie hieß, bevor sie Adenauerallee hieß, eingezogen. Damit auch Leute, die in dieser Zeit des Dritten Reichs ja auch gedient hatten. Wie war dann das Personal? Sie hatten ja sicher auch ein Auge darauf geworfen. Das ist richtig. Ich war ja nicht Leiter der Personalabteilung. Der Leiter der Personalabteilung war Herr Haas, der selber eine nicht-arische Frau hatte, der ausgeschieden war. Sein Vertreter Schwarz war auch weil er nicht-arier war, ausgeschieden. Herr Haas war übrigens ein enger Mitarbeiter von Senatspräsident Kaisen in Bremen, also absolut überzeugte Demokraten. Und man hat natürlich alle diejenigen Beamten, die in höheren Stellungen waren, die sind nicht wieder übernommen worden. Wobei natürlich auch manche Ungerechtigkeit passiert ist. Leute, die im Dritten Reich befördert waren, waren ja nicht alle Nazis, sondern waren nur gute Beamte. Die sind nicht reingekommen. Natürlich sind einige reingekommen, auch das war ganz klar, die Mitglieder der Partei waren. Aber ich darf daran erinnern, dass 1933 der Reichskanzler Brüning, der bereits abgetreten war, bevor er ins Ausland ging, dem Staatssekretär von Bülow im Auswärtigen Amt den Rat gegeben hat, sagen Sie Ihren jungen Herren oder Ihren Mitarbeitern, Sie sollen Mitglieder der Partei werden, dann können Sie dazu beitragen, dass die Außenpolitik des Reiches friedlich verläuft. Das nachträglich betrachtet war das sicherlich ein Fehler, das gebe ich zu. Aber damals, von damaligem Standpunkt aus gesehen, war es sicher richtig. Und nun zurück zum neuen Auswärtigen Amt. Erstmal sind sehr viele aufgenommen worden, die nicht im Auswärtigen Amt waren. Ich erinnere nur an Hausenstein in Paris, an Schlange-Schöning, an Kreckler in Washington. Es hat eine ganze Reihe gegeben. Presseattachés, Kulturattachés wurden von außen geholt. Aber ich darf erinnern, dass, ich glaube, es waren 12 oder 14 Botschafter, die von Bonn aus rausgeschickt wurden, die nicht Arier waren. Also zwar wie meine Wenigkeit, der Botschafter von Malzahn, Botschafter Herz, Botschafter Ulrich, es sind Botschafter Haas. Also es ist eine ganze Masse Personal gewesen, das eben unter den Nazis gelitten hat. Der Staatssekretär von Scherpenberg war eingesperrt, der Botschafter von Mohm war auch zu Zuchthaus verurteilt, ebenso der Botschafter von Welk, also eine ganz stolze Zahl von Leuten, die wirklich im Widerstand gestanden haben. Und dann darf ich daran erinnern, dass im Auswärtigen Amt ja immerhin 12 Leute hingerichtet worden sind von Hitler. Das ist, glaube ich, in keinem Ministerium sind so viele Leute hingerichtet worden. Natürlich hat es Mitläufer gegeben, sehr wenige. Und nach 1938 hat natürlich Ribbentrop eine ganze Masse von SS-Leuten und SA-Leuten reingenommen. Aber das war nicht mehr das alte Auswärtige Amt. Man muss einen Trennungsstrich machen bis 1938 und dann kommt die Ära Ribbentrop. Dann ist natürlich das Auswärtige Amt, also möchte ich mal sagen, stark und durchsetzt worden von SS- und SA-Leuten. Aber eben auch viele Emigranten
kamen wieder zurück nach Kriegsende und wurden im Auswärtigen Amt wieder integriert. Alle Immigranten, wenn sie nicht zu alt sind, sind zurückgekommen und auch diejenigen, die also in Deutschland geblieben waren und also untergetaucht waren, sind alle zurückgekommen. Ja. Diplomat waren Sie dann wieder auf den schönsten Posten, die es wohl zu vergeben hat, London, Rom. Man hat mit Königen zu tun, Staatspräsidenten, Empfänge, illustre Feste. Ja. Was ist Ihnen am ehesten in Erinnerung geblieben? Was hat Ihnen bei diesem Botschafterleben am besten gefallen? Ich möchte mal so sagen, dass man etwas für Deutschland tun konnte, dass Deutschland wieder gesellschaftsfähig wurde, dass also Deutschland in die Familie der freien Völker als Vollmitglied aufgenommen wurde. Das war eigentlich das Schönste, dass man daran mitarbeiten durfte. Und dann einmal, wenn ich das mal sagen darf, ein Höhepunkt meiner Karriere war ein sehr trauriges Ereignis in Italien, die Flutkatastrophe in Venedig und Florenz, die ich zum Teil mit eigenen Augen miterlebt habe. Und als ich dann nach Hause kam in die Botschaft, gesagt, jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit, wir werden die Botschaft zu einer Leit- und Koordinationsstelle für Hilfe für Florenz und Venedig machen. Und damit können wir so viel Goodwill, also guten Willen schaffen und können gewisse Wunden, die der Krieg geschlagen hat, auch zum Vernarben bringen. Und das war eine wunderbare Aufgabe. Und wir hatten auch noch Glück. Ich möchte sagen, wir bekamen die volle Unterstützung. Jetzt mache ich ein Kompliment an den Bayerischen Rundfunk, das Bayerische Fernsehen. Sie haben den Wolf Mittler mit Buschmann als Kameramann in Venedig gehabt, die Toni Kienlechner in Florenz, die also laufend berichtet haben über das Unheil, das dort geschehen war, die Schäden, die dort geschehen waren. Und das Bayerische Rundfunk und Fernsehen haben Millionen gesammelt, ebenso das Bayerische Rote Kreuz. Und sie haben eigentlich die Bevölkerung aufgefordert, zu helfen. Und das war großartig. Ja, und das wurde auch von der dortigen betroffenen Bevölkerung auch so verstanden. Wurde hoch anerkannt. Venedig spielte dann noch eine große Rolle in Ihrem Einsatz als UNESCO-Mann. Hatten Sie ein internationales Gremium, dem Sie vorsaßen, zur Rettung Venedigs? Ich möchte mal sagen, die Sache ist so entstanden. Wir haben ja zunächst einmal die deutsche Hilfe für Venedig und Florenz haben wir unabhängig gemacht. Ich habe damals gesagt, das wollen wir alleine machen, damit man von Deutschland aus zeigt, dass wir mit den Italienern Mitgefühl haben, dass wir unseren Nachbarn helfen wollen. Das war, glaube ich, der Sinn der Sache. Und als ich abtrat als Botschafter, habe ich mir gesagt, ich kann das weiter nicht fortführen. Und mein Nachfolger hat sich dann mehr um Assisi gekümmert, auch eine sehr gute Sache. Also habe ich dann die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn gebeten, die Arbeit, die bisher von der Botschaft in Rom gemacht war, mal zu übernehmen. Das haben sie gemacht. Und dann hat die UNESCO eingesetzt, oder sagen wir so, der italienischen Regierung vorgeschlagen, eine internationale Kommission, beratende Kommission zur Rettung Venedigs zu bilden, aus, glaube ich, 8 Ausländern und 8 Italienern. Da war ich zunächst gar nicht Mitglied, wurde dann als Nachfolger von Minister Leusing, der ja großer Techniker war, wurde ich Mitglied. Und einen Moment, als ich eigentlich zurücktreten wollte, wurde ich plötzlich zum Vorsitzenden gewählt, ganz zu meiner Überraschung. Ja. Yeah. Ihr Buch zwischen Hitler und Stalin, was ja dramatische Jahre schildert, war ein sehr großer Erfolg. Es ist sehr beachtet worden, es ist viel gelesen worden. Ich darf Ihnen nur ans Herz legen, auch die Zeit nach 1945 zu beschreiben, wo Sie ein intimer Augenzeuge waren, der Dinge, die in München, in Bayern, in Deutschland auf den internationalen Konferenzen sich abspielten. Und in der Hoffnung auf eine solche zweite Buchpremiere würde ich mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank, Herr von Herwarth, für das Gespräch. Vielen Dank.